Hi Leute, ich bin's wieder, euer Jake Hayes Forever 01. Und ich habe wieder einen Film bekommen heute von DTM. Habe ich mir den bestellt. Und ja, das heißt für mich natürlich wieder Unpacking Time. Ja, ihr merkt, ich mache jetzt mehr auch ein bisschen mal Unpacking und ich fange auch gleich mal an. Denn es ist natürlich wieder ein Horrorfilm, versteht sich. Ja, Messer schön. Also schon vorbereitet. So, ja, alles mit einer Hand zu machen, ist jetzt nicht gerade wahrscheinlich professionell, aber egal, scheiß drauf. So, wie ich gerade sehe, hätte ich es auch hier an den Rand gemacht. Ja, ein bisschen zum Film, der kam in diesem Jahr in die Kinos. Und kam uncut in den Videos raus, in die Kinos raus, meinte ich, Entschuldigung. Und ja, er ist in diesem Jahr wohl der beliebteste Horrorfilm und ich glaube, jeder weiß schon, wovon ich eigentlich rede. Jetzt reiße ich es doch mal auf hier. Ich habe ja die Kraft. Ja, die sieht nicht gerade professionell aus, ich weiß, aber scheiß drauf. So, jetzt ist es wenigstens auf, ja. Hier drunter befindet sich dann der Film, ja, Blu-ray. Ja, es ist was Rotes. Es hört mit einem D auf. Es ist Evil Dead. Ja, Uncut, der Film, ja, über Österreich sozusagen bestellt, hat eine SPOJK. Siegel, ja, ich freue mich sehr über den Film, läuft 91 Minuten, einer der geilsten Filme, einer der geilsten Remakes in den letzten Jahren, endlich ist, und der Film ist hier auf Blu-ray, ja, hier nochmal die Rechnung, die jetzt, oh, eine kleine Süßigkeit, cool, ja, aber Evil Dead gehört auf jeden Fall zu wohl dem coolsten Film wohl in diesem Jahr, muss man auch ehrlich sagen, weil der Film sagt schon sehr viel aus. Ja, ich öffne mal auch gleich hier das hier. Zack. So, zack. Wunderbar, jetzt ist das auf. So. Ja, hier in Deutschland ist der ja Cut rausgekommen, außer bei Müller, wo ich versucht habe natürlich auch zu bekommen, aber egal. Jetzt freue ich mich wenigstens, dass ich die normale M-Ray habe. Schöner Bender-Cover, finde ich, mal wieder. Toll, toll, toll. Wobei ich jetzt hier auch kein FSK-Logo sehe. Ja, der schockierendste Film, den du jemals sehen wirst. Ja. Also, sehr geiler Film vor allen Dingen, macht sehr viel Spaß, sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch. Ich habe den ja an 3 Tagen 2-mal gesehen, einmal auf Deutsch und einmal auf Englisch und ich freue mich, dass ich jetzt den Film endlich habe. Viele berichten davon und ich habe ihn jetzt endlich, zwar nicht leider diese Müller-Edition, also dieses Steelbook Uncut, trotzdem aber die M-Ray macht es auch und Hauptsache es ist ja der Film, auf dem man aus ist und nicht die Version. Wobei natürlich, wir als Sammler stehen natürlich auf Sammeledition. Aber trotzdem, ja, finde ich das einfach nur klasse. Sieht sehr schön aus mit dem Roten hier und diesem Evil Dead. Und ja, und pack auch gleich noch was dazu, was ich damals aus einem Kino, ich sag jetzt mal, ich stibitzt habe. Also 20 Sachen, ein paar Sachen verteilt, schönes Ding. So, ja, das ist nämlich hier so ein Fun Facts Evil Dead, kein Aufkleber, sondern einfach nur Werbung. Wer das haben möchte, einfach nur kann mich anschreiben, ich habe noch genug. Wer was haben will, einfach anschreiben. Ich habe hier, wie gesagt, genug. Also, ja.
Also ich fand's toll, sieht auch geil aus, finde ich auch genial. Hätten sie vielleicht auch so machen können, aber egal. Ja, packe ich mir auch noch hier rein. Aber auf jeden Fall, der Film ist einfach nur klasse. Ich liebe ihn sehr. Auf jeden Fall ist das wohl der beliebteste Film in diesem Jahr. Und ich werde ihn mir entweder heute oder morgen noch reinziehen. Ja, furchteinflößend, berauschend und erbarmungslos unterhaltsam. Auf jeden Fall. Der Witz hat Charme. Auf jeden Fall hat er auch einiges an Witz. Und ist einfach nur groovy.